Freunde, ich bin gerade hier mit einem Undercover-Account am Start. Ich bin hier so ein, ja, so ein Mädchen halt und ich habe heute mal Folgendes vor. Ich möchte mal gucken, ob hier Scammer auf dem Server sind, also Betrüger. Aber diesmal werde ich nichts kaufen, Freunde, sondern ich werde diesmal versuchen, 10 Spawner zu verkaufen. Und 10 Spawner sind wirklich, wirklich wertvoll. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal bei Griefer-Wert, was die gerade wert sind, Freunde. Auf Griefer-Wert kann man ja immer sehen, was etwas wert ist. Ich blende das Ganze mal ein. Achtung, da sind wir auch schon auf Griefer-Wert. Und ihr seht hier, der Spawner kostet anscheinend gerade $70.000. Anscheinend, also das ist schon wirklich, wirklich teuer. Ich glaube sogar der Userpreis ist sogar bei $90.000. Also wirklich, wirklich teuer. Ist eines der teuersten Items, die es überhaupt gibt, Freunde. Und davon habe ich in dieser Folge 10 Stück. Das heißt, wir müssten $700.000 damit verdienen können. Ich bin mal gespannt, ob einer das kaufen möchte. Und vor allem, ob er uns dann betrügt oder eben nicht, Freunde. Wir werden mal gucken. Ich schreibe mal in den Chat, ich verkaufe 10 Spawner. So, das schreibe ich mal rein. Oh, jetzt habe ich dann was vergessen. Ich schreibe euch jetzt mal die ganze Zeit in Chat, Freunde, dass ich 10 Spawner verkaufe. Mal sehen, ob sich jemand meldet, der Interesse an 10 Spawnern hat. Ich schreibe vielleicht mal einen Preis dazu. Jeder Spawner nur, machen wir mal 69.000, Freunde. Damit sind wir ja $1.000 unter dem Marktpreis. Und ich habe schon den ersten. Red Sparrow ist Supreme. Oh, hallo, er ist Supreme. Was kostet einer, schreibt er. Warte mal, dann schreibe ich ihn direkt mal zurück. Einer kostet $69.000. So, das schreibe ich mal rein. Mal gucken, ob sich vielleicht noch mehr Leute melden, weil $69.000 ist natürlich schon einiges. Wir gucken mal, ich schreibe das mal da rein. Kommen zu meinem zweiten Game. Oh, ich glaube, wir haben einen Interessenten. Oh, da ist schon der nächste. Ich glaube, wir haben gerade einen Interessenten gefunden, Freunde. Der Red Sparrow hat anscheinend wirklich Bock auf den Spawner. Okay, machen wir es folgendermaßen. Der ist jetzt Supreme, das heißt, der spielt schon länger. Wir gehen mal zu seinem zweiten Grundstück. So, wo sind wir denn hier? Hallo, guten Tag. Er ist da auch. Hallo, Red Sparrow. Er hat ein Diamanthaus und ein Quarzhaus. Sieht relativ reich aus. Und was ist er? Das hier ist. Er ist hier so ein Typ. Okay. Guten Tag, Red Sparrow. Alles klar. Schöne Bude hast du. Ganz schön viele Diamanten hat er auch hier am Start. Er fragt, bist du ein Mädchen, Freunde? Was schreiben wir denn jetzt? Ich schreibe mal zurück. Ja. Warte mal. Ich schreibe mal ja, Freunde. Wir geben uns mal in dieser Folge als Mädchen aus. Vielleicht betrügt er uns dann ja auch nicht so leicht. Weil ich glaube, Mädchen betrügt man nicht so gerne. Wir gucken mal, Freunde. Wie machen wir es jetzt am besten? Ich schreibe ihm mal... was zahlst du für einen Spawner? Und ich frage ihn auch Folgendes. Hast du auch Interesse an mehr als einem? So, ich kann vielleicht mal nebenbei... ich kann mal das Geld von Red Sparrow checken, Freunde. Ich gucke jetzt hier einfach mal nach. Das seht ihr gerade nicht, aber ich gucke mal in der... Oh, oh! Red Sparrow hat $1.027.000. Hallo! Okay, also Red Sparrow, man sieht schon, er ist Supreme, er hat ein Diamanthaus und $1.000.000. Das heißt, er könnte sich sogar wirklich alles leisten. Alles klar. Cool, dass er sich direkt gemeldet hat, Freunde. Er schreibt jetzt, will erst sehen, ob du scammst, also ob wir der Betrüger sind. Ich würde erstmal einen kaufen, aber Mädchen muss man ja irgendwie vertrauen. Okay, gut. Er will erstmal einen kaufen. Dann schreibe ich mal, für alle 10 würde ich 650k machen, aber einer kostet 69k. So, bei 10 Stück würde ich ihm einen Mengenrabatt geben, bei einem nicht, Freunde. So machen wir es. Mal gucken, ob er da jetzt Interesse dran hat. Er fragt jetzt, wie alt wir sind. Warum ist das denn wichtig, wie alt wir sind? Ich schreibe mal 15, okay? 15. Wir sind jetzt mal 15 in dieser Folge. Ich glaube, das kommt ganz gut. Er schreibt, süß, ich bin 16. Okay, willst du jetzt kaufen? Weil eigentlich will ich nur meine Spawner verkaufen. Aber es ist anscheinend, ich glaube, es ist kein Nachteil, wenn man ein Mädchen ist auf Griefer Games, Freunde. Weil ihr merkt schon, da hat man immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hier, weil halt sehr viele oder sehr wenig Mädchen einfach im Server spielen, Freunde. Er schreibt gerade noch nichts. Mal gucken, was jetzt kommt. Okay, ich kaufe, aber gib mir nachher deine WhatsApp. Mal sehen, ob wir... Was? Was ist das denn? Freunde, sind wir hier auf der Partnerbörse Griefer Games oder was ist das? Ich möchte niemanden kennenlernen auf WhatsApp. Droppst du zuerst? Ich schreibe mal, nein. Du betrügst sonst. Bezahl einfach 69k, schreibe ich jetzt einfach mal, Freunde. Er soll einfach jetzt die 69.000 bezahlen und fertig. Dann gebe ich ihm den Spawner und dann ist alles gut. Und dann können wir ja ihm die restlichen auch noch verkaufen. Zumindest hoffe ich, dass er daran auch Interesse... Er schreibt jetzt, hey, sei ein Mädchen, das sich was traut. Ich soll zuerst einen Spawner geben. Ah, komm schon. Freunde,
Okay, komm, wir machen das. Wir machen ja einen Betrügertest gerade, Freunde. Ich droppe mal zuerst den Spawner und mal gucken, ob der uns dann abzieht oder nicht. Ich würde sagen, wenn er uns abzieht, dann, ich denke, wenn man 70.000 abzieht, dann ist das auf jeden Fall genug, dass wir hier sein komplettes Haus einfach zum Community Grief freigeben. Dann könnt ihr das alle nämlich abbauen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe mal hier vorne hin, ich gebe dem jetzt einen Spawner, zack. Und wenn er diesen Spawner jetzt nicht bezahlt für 69.000, dann ist das Haus hier weg, Freunde. Dann ist hier alles komplett weg. So, aber ich glaube, er tippt irgendwas, oder? Schreibt er was? Bin mal gespannt. Wir haben aktuell 5 Dollar, also wir haben... Jo, jetzt haben wir 69... Oh, alles klar. Ich schreibe mal Danke. Kaufst du jetzt die anderen 9? Alles klar. Okay, das ist schon mal interessant, Freunde. Also der scheint nicht zu betrügen. Cool. Siehst du, ich bin ein Ehrenmann, schreibt er. Also die anderen 9 würde ich jetzt alle verkaufen für 69.000 mal 9. Wie viel ist denn das? 602. Ich würde sagen, wir verkaufen die restlichen 9 für 600.000, Freunde. Ich schreibe dir mal alle übrigen 9 für 600k. So, mal gucken, ob er da Bock drauf hat, Freunde. Ich denke, der Preis ist relativ fair. Da kriegt er einen guten Preis. Er schreibt jetzt... Jetzt kommt er wieder mit der... Leute, ich muss sagen, es ist einfacher zu verkaufen als Mädchen, weil es hat sich auch direkt einer gemeldet. Aber er fragt die ganze Zeit nach meinem WhatsApp. Ah, oh, ich schreibe mal, ja, hier meine Nummer. So, plus... Ich erfinde jetzt einfach mal eine Nummer, dann... Der merkt das bestimmt eh erst später. Ich erfinde jetzt mal irgendeine Nummer. Ich hoffe, die gehört keinem. So, das ist jetzt einfach meine Nummer, Freunde. So, wenn er mich fragt, warum die nicht geht, sage ich einfach, ich habe mich vertippt oder sowas. Wenn der so oft fragt, Freunde, kriegt er jetzt einfach irgendeine falsche Nummer. So, kaufst du jetzt, frage ich mal. So, gucken wir, wer jetzt den Rest kauft. Ich würde nämlich gerne meine Sachen loswerden, weil dann hätten wir den Beweis, dass einfach mal bei 10 Spawner man nicht betrogen wird, was echt cool ist. Er schreibt jetzt, wehe, das ist eine falsche... Nee, ich glaube, der kennt das Spiel schon, dass man einfach eine falsche Nummer gibt, Freunde. Okay, ja, gut, ja. Hä? Jetzt ist er weg. Er war gerade... Warte mal. Hast du kein Interesse? Ist einfach gegangen. Okay. Warte mal, komm... okay, dann komm zu meinem Lager, erstes GS. Ach so, okay. Dann gehen wir mal kurz zu dem Lager von Red Sparrow. Mal gucken, ob er da was kauft. Ja, moin! Oh mein Gott! Nein! Jetzt komm! Nein, du willst mich doch flachsen! Du willst mich doch flachsen, Red Sparrow! Du hast einen Supreme-Rang! Das kann er doch jetzt nicht bringen! Nee! Nee! Er hat eine PH-Falle! Er hat wahrscheinlich gesehen, dass ich die nicht in der Normalerweise packt man solche Spawner immer in die Ender-Chest. Jetzt schreibt er auch schon, deine scheiß Nummer war falsch. Alter. Ist das dein Ernst? Ist das jetzt wirklich sein Ernst? Bezahl bitte die Spawner. Also Freunde, ganz ehrlich, der hat vielleicht einen Supreme-Rang. Aber erstens ist er total penetrant und fragt die ganze Zeit nach irgendeiner WhatsApp-Nummer. Und zweitens hat er uns gerade um 600.000 Dollar abgezogen. Um 600.000 Dollar auf diesem Server. Und da, also ich dachte ehrlich nicht, dass der Typ eine PH-Falle hat, weil der ist Supreme, der hat ein Diamanthaus, der hat 1 Million auf dem Server und hat einfach hier eine PH-Falle. What? What? Nö, schreibt er jetzt. Ha, ha, ha. Okay. Ich mach mal gerade Folgendes, Freunde. Ich glaube, wir sind ja Griefer hier auf dem Server. Ich mach mal / Griefer Boost, weil dann können wir eben kurz einen gratis Fly Booster anmachen. Und geh noch mal kurz zu der PH-Falle von dem hier. Warte mal. Warte, er ist wieder im ersten Haus, sehe ich gerade. Hallo, da ist ja der kleine Dieb, Freunde. Der hat's gerade abgezogen. Ich guck mal gerade, hat der es noch im Inventar drin? Inf C Wet Sparrow. Nee, hat das in der EC gepackt. Oh, das war auch ein Fehler von mir, Freunde. Er hat nur 3 Spawner in der Ender Chest. Warte mal. Jo, warte, er tötet mich wieder. Ey, nein. Schnell. Dieser Typ. Warte mal, PH Wet Sparrow, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich bei der PH, warte mal. Ach, ja moin, die PH-Falle ist sogar direkt gegenüber. Die ist direkt gegenüber. Was schreibt er jetzt? Schick Nudes und du bekommst das Geld. Jetzt will er... Nein. Schläge verdienst du? Dumme Kuh. Ach ja, okay. Okay, ganz ehrlich, Red Sparrow, du hast vielleicht den höchsten Rang ja auf dem Server. Aber du kriegst gleich einen Bann. Du kriegst gleich einen Bann, warte mal. Ich schreibe jetzt noch Folgendes. Letzte Chance, dich zu entschuldigen. So.
Ich gebe dem jetzt noch eine Chance, Freunde. Wenn er sich jetzt nicht entschuldigt dafür und das Geld rausrückt oder die Spawner, dann gebe ich sein Haus frei und dann, er kriegt von mir einen Bann, Freunde. Ganz ehrlich, der kriegt von mir einen Bann. Wir bannen den nicht lange. Wir bannen den jetzt nicht ewig lange. Das ist nicht nötig, aber geh auf die Knie und entschuldige dich. Okay, er kriegt einen Bann und der ist nicht so kurz. Warte mal ganz kurz. Da bin ich auch schon wieder auf Griefer Games. Jetzt gehe ich mal direkt auf CityBuild 11, weil jetzt habe ich meinen schönen abgegriefed Account, mit dem ich ja alles machen kann. Er beleidigt mich sogar noch im Chat. Nachdem ich offline... Ich bin offline gegangen gerade. Er beleidigt einfach mich im Chat, obwohl ich... Oh mein Gott. PH Red Sparrow. Jetzt bin ich schon wieder bei dieser dämlichen PH-Falle. Warte mal ganz kurz. Also erstmal, hier ist auf jeden Fall gar kein Lager am Start. Sehe ich gerade, hier ist einfach überhaupt nichts. Okay, wisst ihr was? Wir machen immer Folgendes. Diese PH-Falle, die muss erstmal dringend weg, Freunde. Und jetzt gucke ich mal hier. Da ist er ja, Freunde. Ich gehe mal aus dem Vanish raus. Er schreibt jetzt, sie hat mich angemacht und jetzt wurde sie bestraft. Was? Jetzt sagt er, ich hätte ihn angemacht und was? Was bist du denn für ein Arschloch, Red Sparrow? Ganz ehrlich, du hast vielleicht einen Supreme-Rang und hier so ein geiles Diamanthaus und eine Million. Jetzt schreibt er noch Abgegrieftes bei mir. Aber du bist einfach nur ein Arschloch. Ganz ehrlich, hin oder her, ob du den höchsten Rang hier auf dem Server hast, dich banne ich einfach. Ich banne dich einfach, nee. Warte mal, TPA, lieber mal Folgendes. Er schreibt jetzt, hey. Hey, Red Sparrow, du Arschloch, schreibe ich einfach mal in den Chat. Abgebewertet, mein Grundstück, genau. Er denkt, er wird bewertet. Oh mein Gott, okay. Wir machen erstmal Folgendes. Das kann er jetzt noch schön mit ansehen hier. Du kleine Drecksau. Dein ganzes Grundstück kann jetzt hier erstmal abgebaut werden von den Leuten. Ein paar gratis Diamanten, da freut sich bestimmt jeder drüber, ne? Hier könnt ihr alles griefen. Ich gehe jetzt nochmal zu Red Sparrow. Er schreibt jetzt halt. Ich glaube, langsam wittert er so ein bisschen, dass er hier keine Bewertung kriegt. Er wird nicht bewertet, Freunde. Und diese Scheiße hier würde ich eh nicht gut bewerten. Das ist ja nur ein Viereck. Freunde. Er tötet die Leute! Ja, genau! Oh mein Gott, okay, wisst ihr was? Dieser Typ ist einfach nur durch und durch verdorben. Ich denke, ich banne ihn nicht so lange, Freunde. Also ich wollte ihn eigentlich nur 2 Tage bannen, aber nach der letzten Sache mit der Schl, und ihr wisst schon, banne ich, jetzt schreibt der Huans noch, nach der Sache banne ich ihn ein bisschen länger, und zwar 7 Tage. Falls er wieder auffällig wird, banne ich ihn aber für 30 Tage. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch gemacht hättet. Ich finde aber, so ein Verhalten, normalerweise banne ich nie für Betrug, Freunde. Normalerweise lasse ich nur die Häuser griefen, beziehungsweise nehme den Leuten das Geld weg. Aber in diesem Fall werde ich gleich die komplette Million, die der Typ hat, löschen. Können wir nachgucken, sieht man das noch? Red Sparrow. Aber man kann es nicht mehr gucken, aber ich werde die komplette Million von ihm löschen, das Haus hier ist weg und 7 Tage Bann, Freunde, für dieses asoziale Verhalten, auch wenn er den höchsten Rang hat, Freunde, ist mir scheißegal. Der ist jetzt weg, ja, ich werde die Folge auch jetzt beenden hier. Die Leute haben jetzt ja Spaß, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Jetzt noch einen sehr schönen Tag, haut rein, bis dann und tschüss und Red Sparrow, ich hoffe, du schämst dich.